Die Blutstammzelltransplantation stellt für viele Patienten mit Blutkrebserkrankungen die einzige Heilungschance dar. Durch Nebenwirkungen kommt es in ca. 10% der Fälle zu einem akuten Lungenversagen. Moderne intensivmedizinische Behandlungsverfahren sind in der Lage, die Lungenfunktion des Patienten zu ersetzen und so eine kritische Zeit bis zur Regeneration zu überbrücken. Mein Name ist Philipp Wohlfahrt und ich arbeite als Assistenzarzt an der Einrichtung für Knochenmark- und Blutstammzelltransplantation an der Medizinischen Universität Wien. Beim akuten Lungenversagen wird in der Regel eine künstliche Beatmung notwendig, um den Patienten adäquat mit Sauerstoff zu versorgen. Manchmal ist die Lunge jedoch so schwer geschädigt, dass dies trotz hundertprozentiger Sauerstoffbeatmung nicht mehr möglich ist. Ein neues technisches Verfahren, ECMO, erlaubt es, die Lunge des Patienten vollständig durch eine Maschine zu ersetzen. Bisher wurde der Einsatz von ECMO bei stammzelltransplantierten Patienten, ob Risiken wie Blutungen und Infektionen, kontroversiell diskutiert. In unserer Arbeit konnten wir durch die Zusammenarbeit mit 12 europäischen Zentren aus 8 Ländern die Ergebnisse von ECMO-Behandlungen nach Stammzelltransplantation analysieren. Wir konnten zeigen, dass trotz der genannten Risikofaktoren ein erfolgreicher Einsatz von ECMO auch in dieser Patientengruppe möglich ist und das Verfahren so eine Überlebenschance bei schwerstem Lungenversagen nach Stammzelltransplantation ermöglicht. Unsere Arbeit liefert Intensivmedizinern und Stammzelltransplanteuren evidenzbasierte Daten für oder gegen den Einsatz von ECMO bei schwerem Lungenversagen nach Stammzelltransplantation. Weiters liefert sie erstmals Daten, aus denen weitere Studien auch zu anderen Therapieoptionen ableitbar sind.